So, liebe Katzenfreunde, die Gabriele hat mir einen Brief geschrieben. Meine Katze war kurz davor eingeschläfert zu werden, da sie mich am Samstag auf ärgste Art attackiert hat. Sie attackierte auch ihre Schwester. Wir hatten sie dann in der Tierklinik und der Tierarzt sagte, sie sei körperlich gesund und psychisch nicht und es wäre besser, sie einzuschläfern. Sie ist jetzt wieder zu Hause, konnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Liebe Gabriele, wenn ich diese Zeilen lese, es ist eine Katastrophe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du deine Katze wieder mitgenommen hast. Denn der Wahnsinn ist, man sollte keine Katze einschläfern. Wenn sie ein psychisches Problem hat, dann ist das halt zu lösen. Und dieses psychische Problem, ich kann euch helfen, das zu lösen. Das Schlimmste ist, wenn ich höre, eine Katze muss eingeschläfert werden, weil sie krank ist. Das bedeutet, das Gesundheitliche muss der Tierarzt regeln, das ist kein Thema. Wir haben das abgesegnet, sie ist in Ordnung. Und beim psychischen Problem ist das Thema, dass die Katzen deswegen verhaltensauffällig werden, weil etwas in ihrem Umfeld nicht passt. Das heißt, nicht passt, das ist so ein dummer Ausdruck, aber weil sie einen Stress hat. Und den Stress gilt es, dass wir beide den herauskristallisieren, den Stress. Ich werde sehr, sehr gerne mit dir darüber sprechen und sehr eingehend. Ich werde jetzt nur ganz kurz erklären, was das sein kann. Aber ganz wichtig ist, wenn du so eine Katze zu Hause hast, die dich oder eben Menschen attackiert, dann müssen wir auf jeden Fall eine Verhaltensberatung durchmachen. Gut, liebe Gabriele, das heißt, das Attackieren, das kommt darauf an, wo und wie das passiert. Zum einen kann das nur und Anführungszeichen eine Übersprungshandlung sein, weil sie Druck von der Umwelt, vom Umfeld hat, aber auch Druck von der anderen Katze. Das kann passieren. Zum anderen, wir schreiten zum Beispiel oder wir greifen in einem Streit schon ein und dadurch, dass sie sich nicht anders wehren kann, springt die Katze auf einen selber und attackiert einen, beißt einen oder kratzt einen. Das kann alles sein. Natürlich kann es aber auch sein, dass die Katze ein spezielles Muster, ein spezielles Verhalten im Anschauen, im Streicheln, im Kontakt mit ihr selber hat. Es gibt sehr sensible Katzen und da dürfte deine auf jeden Fall dazu gehören, sehr sensible Katzen, die ein spezielles Verhalten von uns Menschen braucht, um sich sicher, um sich safe zu fühlen. Und da arbeiten wir wirklich gemeinsam einen Plan aus, wie das funktioniert. Und der erste Plan ist auf jeden Fall, nicht die Katze anzustarren. Selbst jetzt, wenn du natürlich jetzt da schockiert bist, ja, und noch natürlich auch Angst hast, selbst jetzt bitte die Katze nicht beobachten. Das heißt, wir schauen weg von der Katze. Katzenbegegnungen normalerweise sind 2 Sekunden. Das heißt, die schauen sich in die Augen. Eins, zwei und streifen ihren Blick dann ab und der Körper geht auch weg. Alles andere, wenn sich Katzen und wenn wir auch Katzen so anschauen, und das ist sehr wichtig, so sehr wir sie auch lieben, dürfen wir sie nicht länger als 2 Sekunden in die Augen schauen. Alles, was länger bedeutet, das nehme ich an, jetzt eins, zwei und jetzt ab der dritten Sekunde sind wir offensiv aggressiv, obwohl wir gar nichts machen, obwohl wir sie nur vergöttern vielleicht und liebevoll anschauen. Das heißt, hier unbedingt notwendig, Blickkontakt weg von der Katze, nicht frontal zur Katze hingehen, bitte die Seite nehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind so sozialisiert, wir müssen uns in die Augen schauen, wir müssen Schulter an Schulter miteinander stehen. Katzen mögen das gar nicht, also Blickkontakt abschweifen und seitlich drehen, immer wieder zu ihr schauen, schauen, loben natürlich. Und jetzt ist der wichtige Punkt, das ist also die Nummer eins. Und das zweite ist, bitte, liebe Gabriele, melde dich bei mir, ich helfe dir dabei. Wir müssen schauen, dass wir die Katze beruhigen, dass wir natürlich dich gemeinsam mit ihr noch einmal gut connecten in einer Mensch-Tier-Beziehung. Wir gucken uns an, woher kommt denn das? Sind das nur die Übersprungshandlungen oder ist es einfach nur ein Verhalten, dass die Katze vielleicht doch längere Zeit toleriert hat, aber jetzt nicht mehr toleriert. Und ich bin auf jeden Fall für dich da. Bitte melde dich. Schreib mir ein E-Mail unter office@petraott.com oder ruf mich einfach an. Die Kontaktdaten hast du unter www.petraott.com und ich helfe dir auf jeden Fall daraus. Und in diesem Sinne, ich hoffe, dass ich da ein bisschen helfen konnte.
Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Und ja, alles Gute, eure Petra. Danke, Baba.